Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, wir sind immer noch hier. Weiß dieser Ort überhaupt noch mal? Force Ego Tor, genau. Und ja, wir haben im letzten Part eine Glocke hier gefunden, die uns zum, boah, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Morsor, irgendwie sowas führt. Dort, wo die Krityas alle leben, wo die alle ursprünglich herkommen und ja. Wir müssen aber noch hier diesen Ort ein bisschen erkunden und ja, ich setze mal einen heiligen Tag ein, damit wir halt auch in Ruhe machen können und ja, gucken wir mal, was hier noch so ist. Im Riesengebiet sind ein paar Kanonen, die ganze Zeit auf uns ballern, da ist ein riesiges Viech, das ich erstmal ignorieren werde, gekonnt und ja, weiß nicht, Mithril-Stiefel. Es gibt mal ganz viele Mithril-Sachen hier. Es wird anderes wieder. Wahrscheinlich Abwehr und ein bisschen Bewegung, ja, bisschen viel. Wo bin ich? Ach, jetzt bin ich hier. Cool, stimmt. Hier waren noch ein paar Gegenstände. Also, mein Gott, hier gibt so viele Wege. Verirr mich doch ja voll. So, Salbei, du stehst ja. Du fettes Stück, du. Hey, noch nicht mal abknallen mit irgendwas. Gibt's jetzt nicht. Gut. Ja, wir werden auch den ersten von dieser Dungeon weiter erkunden. Wir müssen das Ding erledigen, weil sonst kommen wir nicht vorbei. Das ist schon mal klar. Und ja. Um in die Stadt der Krita zu kommen, müssen wir erstmal hier. Die Königin Ritter, die sich hier vernestet haben, diesen Ort aus irgendeinem Grund vertreiben und ja, mal schauen, was noch passiert, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Alles klar. Und bleibt jetzt, weil ich habe keine Ahnung, was passiert, also ja. Boom! Und weg ist er. Das war gut. So, ich habe. Ja. Julio hat ja ein Level up. Ich habe jetzt die Fähigkeit, dass sie auch Arkanarzt in der Luft einsetzen kann, noch reingepackt. Jetzt hat zwei mehr Punkte hier bekommen für Abilities. Irgendwann habe ich rausgenommen und irgendwas habe ich wieder reingepackt. Also reingepackt habe ich Fähigkeit dabei, jetzt Arkanarzt in der Luft einsetzen können. Boom. Stochen. Und ja. Oh, daneben. Ey. Ey. Sehr gut. So. Eine Torte. Noah. Rita. Ausdauer gelernt. Und Patty hat ein Level up. So, boom. Krieger auf Hochtouren. Was ist das denn? Geh mir aus dem Weg. Für wen hältst du dich denn? Repeat. Ausrüstung? Ist das zum hier da? Geh mal zum Weg. Für wen hältst du dich denn? Was? Ja, was? Cool. Gesagt von jedem Charakter. Hier so eine kleine Estelle. Wäre bestimmt gut. Sind so viele Orte, du fettes Stück, ey. Ja, hat Patty irgendwelche Fähigkeiten gelernt? Eine neue Attacke, Level 34. Ah, aber ich konnte schon Arkanarzt in der Luft einsetzen, oder? Keine Ahnung. Sicher im Mond. Oh. Alter. Bitte, was? Zufallszauber, das hier? Was? Okay. Das ist aber krass. Ich meine, ist ein Profi-Zauber, also ganz schön stark, also warum nicht?
muss geheilt werden, meine ich gerade. Danke. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Klukut. Wenn das ein richtiger Name ist. Aua. Mann. Na, oh, steh auf. Auf zu Breakdancen. Danke. Na, da war keine Arcana-Art. Ich habe Kreis nämlich gedrückt, um Dings einzusetzen. Was immer normal ist. Keine alte Art, nee. Auch so viele Arten von Arts. Boah. Okay. So, Torte. Rita. Lavendel. So, du hast immer noch. Wir sind ja kochenmäßig aus. Torte. Kein Stern. Du brauchst noch. Und dieser Fettwanz ist immer noch im Weg. Oh, nur der? Okay. Das ist angenehm. So, mach mal einen Zufallszauber bitte. Jetzt ruhig ein bisschen weiter weggehen können, Mädel. Ja, kann ja nur gut sein. Oh, da hat jemand einen tödlichen Dings eingesetzt. Oh Gott. Wir standen zwei. Warte mal, irgendjemand hat da noch was gelernt vorhin. Oh, alles für. Alles für Haschzeug. Oh Gott, mein Ding ist abgelaufen. Ja, heiliger Trank. Brauchen jetzt nicht mehr. Ich kann ja offscreen leveln. Muss ich sowieso wahrscheinlich, weil ich wieder hier für Carol ja so eine neue Fähigkeit gelernt habe. Veränderte Arzt und so. Also kann ich wieder suchen. Ja, das dicke Ding, das bekämpft man nicht. Wir können es aber versuchen, aber. Ja, die ganzen aktuellen Viecher, die wir bisher immer hier getroffen haben, die konnte ich bisher noch nie besiegen. Also, was? Bin ich schon mal links gegangen. Nö. Ne. Metrierreif. Gib mir das mal bitte. Hm. Ja, komm. Okay. Ja, Mann, wir müssen nach oben hin und so gehen wir hier weiter, ne? Wo, wenn es danach wieder weitergeht, dann die werden wir ja okay. Hier geht es nicht weiter. Gut, Türkis, seid ihr das Glück stark? Was? Ach ja, Mimix, die sind ein Ding, kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ja, okay, die Dinger, Fresskiste. Und nicht voll derbe Schaden gemacht. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so stark aus. Er ist schon gleich tot. Okay. Das war einfach. Vampirgebiss. Ah, okay, gut. Und dann sagen wir das jetzt mal ein. Meine Belohnung, Vampir gewiss. Die ollen Szene von einem ollen Vampir. Gut, speichern wir mal. Wir stehen kurz davor, 100 Stunden zu bekommen. Die meisten der Stunden sind alle nur offscreen entstanden, übrigens. Naja. Nein, ich möchte nicht gegen die kämpfen. Wenn voll nervig so bekämpfen geht weg. Wo schmeißt die Klippe runter? Irgendjemand macht Schub. Oh Gott.
jetzt mehrere von denen ja kommen, dann wird das heftig. Oh, keine Magier, gut, das ist schon mal besser. Aua. alle geht auf mich, danke. Aua, geh weg. Bis euch. Oh gut, alle an eine Stelle gezogen. Ich muss geheilt werden. Nein, hör auf, Estelle abzubrechen, du. Ich habe voll den Topf auf dich geworfen. Oh Gott. Weil ich bin aus dem Kreis, aus dem heilen Kreis ausgefallen. Boom. Da auch, au, 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 und gleich bin ich schon wieder tot. Nein, geh weg. Geh weg. Du hast dich vom Zaubern abgehalten, du Pisser. Da war bestimmt ein Heilzauber für mich. Wow. Nein. Sag mir doch Bescheid, wenn du mich heilst. Danke. So, wir gehen mal in der Luft, wir beide. Da oben ist es sicher. Also was? Hier. Ja. Ich geh mal ein bisschen schneller auf. Dreck. Oh, er war voll Verschwendung. Ja, und dann bin ich auch noch verreckt. Boah. Das ist gegen die Typen zu kämpfen. Jawohl, Heilung. Oh, schön, der geht weg. Boah. So, bitte lasst mich alle von euch treffen. Boom. Hat voll dich gemacht. Ja, achso, ich kann euch ja noch mal einsetzen. Na, oh, ihr Blöden. Nein, Mann. Boah. So, ihr kommt mal alle mit. Okay, einer. Okay, ich wollte nur einen. Ich wollte sowieso nur einen von euch treffen. Du, wollte ich mich von hinten stechen, du Pisser. Ich kann ja auch von hinten stechen. Hier, boom, in den Hintern. Geh weg von der Stelle. Au, 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 au. Boah, jetzt gehen sie auf das Zelt. Boah, du Blöder. Hey. Warum machen uns diese Typen auf einmal so fertig? Echt ein bisschen mehr trainieren, habe ich so ein Gefühl. Ich war doch die ganze Zeit stark genug. Okay, okay. Boah. Hey. Ich hoffe, wie lange ich gestunt werde von denen, ey. So ist irgendeiner von euch tot. Gleich. So gut wie. Boom. Ich hab den Kaffee, das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Oh Gott. Alter. Da kommen bestimmt noch mehr von denen jetzt, ne? Alter. Ritterschwert. Dreimal. Okay. Oh, nee. Ich wusste es. Dann sahen aus, als wären von zwei Seiten hier noch welche. Oh, das ist nicht gut. Das wird mir nicht gefallen. Oh, was? Oh, wir haben uns aufgeteilt. Gut. Okay, meinetwegen. Nehme ich. Die sind nervig genug für mich. Oh, lo, 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 lo. In die Fresse. Au, au, au. Gott, ey. Nein. Oh, du bist... Oh, okay. Schon so tot. Mit Yuri ist so viel einfacher, ne? So, da kann sie in späteren Tales aufspielen, das so macht, dass alle Charaktere gut sind.
nicht nur ein Charakter ist irgendwie voll einfach zu steuern, voll schnelle Angriffe oder so, und der Rest ist voll langsam. Scheint irgendwie so ein Trend zu sein bei älteren Spielen. Ich habe das Gefühl, die wird noch irgendwann ausgeschimpft, weil die ganze Zeit Mist baut. やっぱりここまで来て愚痴愚痴悩んでんじゃないわよ。もうとっくに仲間なんだから気にすんなって言ったでしょ。仲間って珍しいことを言うわね、リタが。うるさい。ほら、早くあのホブローブラスティア止めに行くわよ。はいはい、そういうことらしいわよ。 Sehr gut. Okay, ist sie jetzt nicht mehr am Trübsehen. Okay, ich speichere, weil das war ja, das war schon ein krasser Kampf, finde ich. Ich muss sie aber aus dem Team nehmen, Fetti, weil oder vielleicht auch nicht. Ja, und mit den Erfahrungspunkten stört mich ein bisschen. Alle kriegen so auf komische Art und Weise Erfahrungspunkte. Bei mir, ich fände das, wenn dann einfach so ist, dass die Leute, die ich, oh Gott, in meine Gruppe habe, kriegen Erfahrungspunkte und fertig. Hi. Na, was geht? Habt ihr gesehen, wie viele wir von euch abgeschlachtet haben? Toll, du hast gerade dein Schwertscheide ja vom Berg geworfen, du. Viel Spaß beim Einsammeln. Oh Gott, ich möchte nicht gegen die kämpfen, sind voll nervig. Boah, ist wird doch nicht überleben, oder ich? Sag mal, ja. Ja, doch ein paar Sekunden posen. Ist ja nicht so, als wäre die Gegner ja voll nervig oder so. So. Ja, 8000 hat abgezogen. Alter, bleibst du hier? Bleib hier, Alter. Und ihr könnt ihr mal weg von mir gehen. Und du hast die Geile, das gibt's nicht. Ihr könnt ihr mal weggehen, ich will mal eure Kollegen hier kaputt hauen. Ich kann ihn nicht kaputt haben, wenn ihr die ganze Zeit auf mich losgeht. Und die halt die ganze Zeit die andere hoch, ey, das gibt's jetzt nicht. Ich brauche so einen tödlichen Schlag oder so. Ey, kannst du mal aufhören damit? So, komm her. Weg bist du. So. Tödlicher Schlag einfach. Und fertig. Ah, sehr gut. Jetzt hat er keine TP mehr, aber was soll's. Eben. Na, geh weg. Komm her. Ich kann den Angriff nicht in der Luft einsetzen, das stört mich ein bisschen. Meine PS4 irgendwie lauter geworden oder bilde ich mir mal ein? Bleib hier. Aua, Mann. Ey, du. Ja, du komm her jetzt, ey. Ja. Ja, weg von der Nightingale. Ja, jetzt aber hat sie keine TP mehr. Auch wenn hat sie auch keine gehabt. Jetzt sind gerade welche bekommen.
Ja. Ah, ich habe doch geblockt, du bist ja, ey. Oh, sehr gut. Oh, ich wollte Torte. Na, Ritterschwerter, die sind bestimmt nicht gut, ne? Nicht so viel von den Krieg. ミオルズ行くための条件とかもう関係ないわ。騎士団の奴らの手にこの子をそのまま残すなんて絶対できないんだから。じゃあそっちは任せたよ。あら、どこ行くのカロル。さっきみたいにまた親衛隊が来るといけないから下で見張ってる。じゃあ私もお手伝いさせてもらうわ。うちも行く。 パティ、元気取り戻したみたいですね。だといいんだけどね。にしてもなんかみんな妙にやる気で怖いわ。有利な影響ですよ。とりあえず俺たちはこっちで待機だな。塔の本人は至ってクールなんだが。ですね。 Lied im Hintergrund habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich. Wir haben Gesellschaft. Warum ausgerechnet gegen die Typen, ey? Die haben jetzt echt nervige Gegner hier ausgesucht zum Bekämpfen. Aber sind voller AP, gut. Oh Gott, Hilfe, Hilfe! Geh alle auf mich! Ups. Ja, müssen ein bisschen näher zu mir rankommen, ne? Nicht schüchtern sein, Kollege. Wohl doch, bleib schüchtern, dann triffst du mich wirklich. Au, au, au. Verpisst euch! Hier hat mir jemand gerade zugefiffen. Ja, ich dachte, ich werde sowieso abgebrochen. Oder? Ja. Die sagen auf sich blöde, ey. Leute können mich einfach irgendwie angreifen, ja, und die Hälfte davon treffe ich, die Hälfte der Zeit treffe ich auch irgendwie nicht damit, habe ich so Gefühl. Warum kann ich nicht mehrere Gegner damit einfangen? Das wäre irgendwie viel besser. Oh, danke. Besser, geht weg. Ich bin für euch einfach in der Luft, da könnt ihr mich nicht treffen. Das ist, glaube ich, allgemein eine gute Idee mit Judith. Finger weg. Oh Gott. So, einer ist weg. Ja, oh, erledigt. Was haben wir noch mehr übrig? Okay. Da kommen jetzt noch viel mehr, ne? ブラスティを助けてあげてください。ああ、頑張るのじゃ。ここはうちらで絶対守る。だから
Okay. Ah, kommt her. Sind alle hochmotiviert. Oh Gott. Auch wenn ihr die nervigsten Gegner aller Zeiten seid, ey. Auch. Ich war voll in der Luft, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist echt nicht ein leichter Kampf hier bisher. Warum laufst du komisch? Boah, die machen aber auch Schaden. Ey. War jetzt eine Combo. Weg. Boah, ich überhaupt hier so Apfelgummis und so was alles hier von den ganzen Kämpfen. Oh Gott sei Dank. Nicht unterbrechen. Boah, ich hasse das. Aber irgendwann kriege ich mal so ein Skill, das mich davon abhält, irgendwie, ja. Ich abgebrochen werde, weil jetzt dabei mich richtig stört hier bei diesen Angriffen. Ja. Irgendwie, ich kann damit die ganze Zeit abgebrochen werden. Ne. Finger weg. Wow, ich hab den da hinten auch getroffen. Ja, von andere Angefeine. Ja, man muss ja mal alle auswendig lernen, wie ich die belegt habe. Der ist Auxilia oder viel einfacher, habe ich so gefühlt. Boom, Alter. Hat den gesehen. Ist gleich tot, oder? Au, au, au. Hi. Zu viel Freizeit. Okay, ich nehme an, wir haben die 100 Stunden erreicht, ne? Ich nehme jetzt mal an, das ist die Trophäe dafür, oder? Ich nehme an, es gibt eine Trophäe dafür. Ich glaube, ich habe einmal so darüber irgendwo Trophäen. Ich weiß es nicht mehr. Bleib liegen, bleib liegen. Nein, nein. Ja, ich habe kein Geld, keine Sachen für Torten. Und das ist auch Misserfolg. Super. Dann sagt der Bastard an den Gegnern. Die gehen mir langsam echt auf den Nerven. ミョルソ、クリティア族の故郷よ。こりゃ海底に咲くタンポポよりも予想外なのじゃ。
あまり長いこと扉を開けておいてはもらえないみたい。急ぎましょう。バウル。 Kann der uns nicht irgendwie mal helfen, Mann? Der sich nicht einfach auf die stürzen können, auf die der Qualle. Ja, genau, Patty. さあ、そこまでは知らないの？こんな街があるなんて全く知りませんでした。気が遠くなるほど長い間外界との接触を絶ってきた街だからね。夜このまま近づいても襲ってきたりしないよね。大丈夫。バウルがいれば中に入れてくれるはずよ。 Carol wird erwachsen. ね。すごかったぜ、マジで。僕だって強くなってるんだ。ま、カロルがこれだけやってくれりゃ、ブレイブベスペリアも安泰か。これでまず、強くなったのは心の方もか。 Aber wenigstens dagegen ab, dann sich aber erstmal ja ein Zelt einsetzen, ja, oder was auch immer, ein einfaches Zelt geht auch, und zu heilen, dann vielleicht noch mal speichern, das wäre auch eine gute Idee. Und dann gehen wir da rein, weil ich traue irgendwie nicht im Braten, da passiert dann irgendwas. Ich habe eine Menge Geld, hoffentlich sind da ein paar gute Läden oder so, ne, die ich abstöbern kann. So, nächster Teil. Nee. Betreten. Dann zeig mal, Mjorta. Ich hätte gern viele neue Ausrüstungsklamotten und so. Nichts dagegen habt. Der Eimer der Kritcher. Ja, so. Boah. Ja, ist ja auch die Heimat der Kritia. Estelle. Kangeされてない?これ驚いた。本当に外から人がやってきたぞ。あら、まあまあ。夜ぞ呼んだのはあなたたち?おやおや。 これはた妙な感じだ。変わった飾りをつけてるね。ちょっとあんたら、あ、いい加減にしなさいよ。あなたみたいな小さな子がどうやってここに来たの？あんた言われてるわよ。あ？リタッチマンでしょ。このまま乗ってひょっとしてエンテレケイヤかい？バウルよ。忘れてしまったの。 あら、あなた何年か前に地上に降りた。確か名前はジュディス。そう、ジュディスよ。何かすることがあったのよね。それでもういいかしら。長老様に会いたいのだけれど。そりゃもちろん。好きにするといい。また散歩してるかもしれないけどね。 ああいうのは失礼って言うのよ。リタが言うんだ。基本的にクリティア族ってああいう人たちなの。ああいう人？明るくて物怖じしない。楽天的で楽観的。良くも悪くも。 地上に住んでるクリティアもあんな感じじゃ。人間と一緒に住んでる分、地上のクリティア族の方が少し擦れてるって感じかね。
Noch viel zu tun. アイテムか？え、コレクターズ館です。こんなにたくさん埋まったんですよ。ああ、随分書き込んだな。お前本好きだしな。頑張って。全然ね。私の見たところ、ああ、そうね。まだ半分程度ってとこかしら。え、半分？もっともっと精進して、またいらっしゃい。 Vielleicht die Hälfte des Albums schon voll. 50%, ja. Sieht's mit Monstern aus? 36% erst. Okay, cool. Wir machen Fortschritt. So. Okay. Ach, da war eine Tür. Okay, Hallöchen, na. Wir kommen im Jahr so. An einen Ort wie diesen kann man nicht mal die Zeit totschlagen. Uah.街があるなんて驚きなのじゃ。私の知らないブラスティアがたくさんある。ブラスティアを作った民、どうやら本当ってことか。そうね。こんなブラスティアを見せられれば、その話も信じられるわ。お嬢ちゃんの力を何とかする方法、ここで案外さらっと見つかったりして。そうだったらいいんですが。 動いてないね。コアがない。コンテナだけだわ。この町はブラスティアを捨てたの。ここにあるのはみんな大昔のガラクタよ。どういうこと？それがわしらの選んだ生き方だからじゃよ。どうしたやつね。長老様。外が騒がしいと思えばお主だったのか。 戻ったじゃの。この子たちは私と一緒に旅をしている人たち。ほう、これはブラスティアですな。ああ、ボディブラスティアを使ってる。ほう、わしらと同様、地上のものももうブラスティアは使うのをやめたのかと思っていたが、ここのブラスティアも特別な術式だから使ってないんです。 ブラスティアに特別も何もないじゃろ。そもそもブラスティアとはアパティアを砕き、その欠片に術式を施してコアとしエアルを取り込むことにより。じゃ、コアがアパティアを砕いたものって。さや、そう言われておる。アパティアの力はそのままでは強すぎたそうな。それでなくてもいかなる宝石よりも貴重ないしじゃ。 だから砕き術式を刻むことで力を抑え、同時に数を増やしたんじゃな。コアとはそうして作られたものと伝えられておる。皮肉な話だな。うん。ブラスティアを嫌うエンテレキアの生み出すアパティアがブラスティアを作り出すのに必要だなんて。フェローがアパティアの話をしなかったのは。 Schwebt mir alles irgendwie zu sehr über den Kopf, ehrlich gesagt. Ich begreife damit den Last ja immer noch nicht so. Ich tue einfach nur grinsen und nicken. オレたちはブラスティアが大昔にどんな役割を演じたか調べているんだ。もしそれが災いを呼んだのなら、どうやってそれを収めたのかも。ヨルゾには伝承が残ってるんだろ。それを教えてくれないか。 いいじゃろ。ここよりわしのうちにうってつけのものがある。勝手に入って待ってなされ。
ブラスティア、エアルの乱れ、エンテレケイア、いろいろつながってきやがった。伝承ってのを聞いたら、もっといろいろつながってくるかも。長老様の家は屋根の色が違う、あの大きな建物よ。わかった。 Das heißt, wir gehen erstmal überall anders hin. Gegnung mit dem Krit, ja. あんたら、そんなこと期待してたわけ？バカっぽいのじゃ。コントロって、僕まで含めないでよ。僕が言ったのは、性格の話だからね。たく、緊張感のね、連中だな。心なしか、ユーリも残念そうですよ。ユーリ、残念なのか？そりゃ気のせい。どうしよう。 Raven, ihr seid die Leute, die von draußen gekommen sind. Wie langweilig, ihr seid so normal. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ihr Blastia verwendet. Um hier hinzukommen, muss einem wirklich langweilig sein. Ey, ich weiß, was du bist. Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeigte, wie man kocht. Da mein Topf. Ich gebe erst hier zum Üben. Ich muss los, wir sehen uns. Judiths Jugend. Ich bin nicht so gut. Es war es, ihr Mensch tatsächlich Blastia benutzt. Mein Großvater sagte, sein Großvater habe ihm erzählt, Blastia sei nicht gut. Deswegen macht die kaputt, ne? Also Judith. Laden Deneb. Das Zeug ist schon ewig hier in der Stadt. Wollt ihr es haben? Für ein paar Galtmützen gebe ich es euch. Aber was willst du denn damit? So, neue Waffen. Boah. Nur die irgendwie nicht stärker sind. Was? So, ich habe genug Asche, also komm her. Folterklinge. Ich kaufe aber von ihnen ein. Also ich habe. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Du hast das schon. Du hast auch das schon. Ich bin ja schon wieder voll Geld aus dem Fenster geworfen. Ey. So. Rüstung. Ich habe so viel. Ich brauche Rüstung. So. Auf mal zwei von denen. Zwei von denen. Ein von denen. So, kaufen wir. So ungewohnt, dass ich mal ab ausnahmsweise alles hier kaufen kann direkt, ne? Zwei von denen. Ein von denen. Ein von denen. Ich kann mir echt alles leisten. Ne? Das ist krass. So. Höllenfeuer, super. Arzt und Arkanarzt. Cool. Und du hast nichts anderes gerade, ne? Da kann ich schon wieder gucken, was sie alles lernen kann. Ach nee, sie hat noch neue Sachen, ne? Na, was mit dir ist, was das habe ich ja gerade gekauft. Ich glaube ja, ne? Superkette extra Combo. Da kommen wir gleich rechtzeitig X, um Gegner einen Zusatztreffer zu besetzen. Hohe Heilungsskins, soll ich manchmal öl, ne? Wenn du mit einem Kampf mehr als 30 so lang wie normal. Okay. So, neues Schwert für dich habe ich gekauft.
Superkette 5. Schwächer. Hatte ich noch einen Bogen? Nee. Peitsche haben wir noch. Okay. Rüstungen. Okay. Habe ich noch keine aktuellen Dinger gekauft. So, für dich Mithril, ne? Hat er schon. Mithril Panzer, so, jetzt auch mal nicht schlecht. So, für dich haben wir Mithril Schutz. Mithril Reif. Mithril Helm. Mithril Panzer. Mithril Schutz. Mithril Helm. So. Mithril Reif. Ich habe so ein Gefühl, mehr Verteidigung ist irgendwie wichtiger. So. Da war das, ne? Ja. So. Alles aktuell. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. Warte mal hier noch. Wahrscheinlich werden neue Sachen jetzt hier herstellen auch noch, ne? Das wird wieder lange dauern. Große Pfeife. Hübsche Halskette. Ist jetzt nicht so wichtig im Moment, finde ich. So, hiervon kann man nichts halt. Ich habe gerade gesehen. Nixengewand. Okay. Okay, wir haben genug von den ganzen Klamotten. Also Mithril Mantel. Warum nicht? Mithril Protektor hat er. Aha, nicht. Alles herstellen, was wir ja herstellen können. So, mehr werdet ihr in dem Part, glaube ich, nicht mehr sehen, aber ja. Ja. Warum nicht? So, jetzt Waffen. Jetzt kommt näher halt erstmal das Tier. Gucken wir mal. Wehrhand. Sturmbringer. Schon nichts Neues, okay. Jetzt mit Waffen aus. Nope. Oh, hier muss ich noch eine. Noch mal, aber noch nicht. Ja, so 0000 da. Shakujo haben wir ausgerüstet. Großzepter haben wir ausgerüstet. Perfektes Grün. Das haben wir noch nicht. Perfektes Grün war wohl dafür. Hat sie. Das haben wir, ne? Aber da hat sie auch schon alles gelernt, oder? Ja. Gut. Muss ja gucken, ob ich alles habe, ne? So, ne. Ja, ne. Ich lese eine Null, also. DP-Verfassung Sturmböe. Na, da wird wieder lustig. Immer blau. Ach, schon wieder so eine neue. Ja, vielmehr wieder so ein paar Sachen, ne? Grimkardien. Schmelzjäger. So viele von diesen Dingern, ne? Oh, Grimkardien, hast du davon alles? Du hast alles schon, ne? So, Bögen. Ich brauche eigentlich Bögen mehr. Ja, was will ich hiervon? Keine Ahnung. Oh. Okay, ich komme mit zwei erstellen.
Ich hätte zwei von denen anscheinend. So, Raven, ich brauche mal ein paar neue Bögen. Gott verdammt. Schildkrötenschwanz. Muss ich wieder gucken, wo ich das auftreibe. Stachelbogen. Hast du auch schon? Boah. Da war auch so viele Dinger noch, ne? Aber ich habe so ein Gefühl, ich muss auch, glaube ich, irgendwie ja offscreen ein bisschen leveln, weil die Kämpfe, die waren hart. So, Superkette, Steinschlitzer. Ja, scheiß, ne? So, jetzt müssen wir wieder Geld hier. Zeugs in Geld umwandeln. Ich hoffe, ich habe genug Sachen bekommen, so, ne? Ach, ich mache den Rest irgendein andermal. Gott, wir erkunden noch mal den Rest der Stadt hier und ich hoffe, wir können auch irgendwie rausgehen, ne? Also jederzeit. Wenn ich hier irgendwie offscreen ein bisschen, weiß nicht, leveln kann und so. Aber ist ein Speicherpunkt, das ist schon verdächtig. Ich hoffe, wir können hier irgendwie rausgehen. Nicht, dass es wieder irgendwie so heißt, ah, wir müssen noch hier was erledigen und so. Okay. Ist das Judiths Örtchen hier? Oder warum können wir uns hier ausruhen? Keine Ahnung. Oh, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, die sind wir. Wollt ihr seid für die Reinigung von Lagerhallen spezialisiert? Was meint ihr? Wollt ihr uns helfen? Ich würde euer Dienst natürlich bezahlen. Nein. Hab ich jetzt echt keine Zeit für. Wir sind schon 50 Minuten hier drin, ne? Nur eine abgelegene Stadt, weit entfernt von allen anderen Völkern. Danach hat Kronis die Stadt verschlungen. Jetzt haben wir eine geradezu symbiotische Beziehung. Groß ist das Intellexia. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Danke. Ich bin ziemlich sicher, dass noch Kritiker im Erdboden lebten, die diese Stadt entstanden. Jetzt nehme ich mich wieder. Sie erbaute einen Ort, der Mount Tesma ist. Eine Stadt. Was die Stadt Mount Tesma wohl zerstört? Oh je. Alec, alles kehrte eines Tages wieder zurück. Du bist ja richtig habgierig. Oh, hier ist ein riesiges Plastik, auch wenn es wohl lange nicht mehr verwendet worden ist, scheint es noch zu funktionieren. Okay, ich will mal gucken, ob ich hier rausgehen kann. Und dann will ich doch noch die Welt ein bisschen durchcruisen, Materialien sammeln, die Waffen herstellen und also was, Sachen lernen. Nein, das gibt's jetzt nicht. Ach komm schon. Okay, das heißt, ich kann aufs Kind nicht mich vorbereiten. Gut, das heißt, ich muss wahrscheinlich, weiß nicht, am nächsten Tag jetzt hier noch ein bisschen weiter aufnehmen. Wenn ich offscreen nichts machen kann, kann ich mich nicht auf die Aufnahme vorbereiten, dann kann ich auch direkt wieder weiter aufnehmen. Aber jetzt schon zu lange, finde ich. Da war. Kann am nächsten Part ja die Lagerhalle machen, da wird wahrscheinlich wieder ein ganzen Part hier kosten, habe ich so ein Gefühl. Gut, dann speichern wir hier. Ja, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tales of Vesperia, die Definitiv Edition. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Thank you.